Willkommen zurück zu Fallout 4. Hier in Boston sind wir wieder unterwegs und wir versuchen einen Fall aufzuklären, den wir bei Nick Valentine gefunden haben. Und es geht wohl um einen Schatz. Und wir haben in der letzten Folge einen Hinweis gefunden, wo sich dieser Schatz befinden könnte. Und dahin sind wir jetzt auf dem Weg, weil das netterweise auf unserem Radar markiert worden ist als Questziel. In der Zwischenzeit habe ich auch ein bisschen rumgebastelt, denn wir haben ein Schmuckstück gefunden. Nämlich dieses Gewehr, das einfach mal so 30% Armor und Energieresistenz durchbricht. Und deswegen haben wir das zu unserem neuen Bullseye gemacht. Und ja, wie man sehen kann, das kann was. Aua. So, aber das ist ja natürlich keine Nahkampfwaffe, deswegen wechseln wir jetzt mal kurz. Ja, wie laufen die hier rum? Naja. So, zeig mir dein Köpfchen. Ah, wir haben trotzdem noch getroffen. Kein Problem. Wo ist der andere? Da hinten ist irgendwer. Oh, den haben wir weggerotzt. Mit deinem Tresen. Hier, fangen. Hehehe. Voll erwischt. So, dann können wir uns den hier direkt eintüten. Dreimal Raider zum Mitnehmen, bitte. Oh, anscheinend ist da noch jemand. Ich bin jetzt gerade beschäftigt mit Raider auseinandernehmen. So, guck, guck. Tatsächlich, da ist noch einer. Pio. Erledigt. So. Noch einer. Mal, was geht denn hier ab? Ist der eine Lebensmüde oder was? Scheinbar. Gut, das kommt davon, wenn man meine Authority nicht respektiert. Dann kriegt man nämlich Laser in die Fresse und das tut ganz weh. Ja, das habe ich gehört, dass irgendwas fett explodiert. Piu. Na, bleib doch stehen. Oh, ein Auto. Okay. Pikmin Gallery haben wir mal so nebenbei gefunden. Wo ich überhaupt nicht hin wollte. Aber egal. Gleich kann ich wieder zurückgehen, weil ich wieder zu schwer bin. Sind hier auch so viele Raider? Das muss doch nicht sein. So, Pikmin Gallery haben wir aber eigentlich überhaupt nichts verloren. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Oh. Das sind einfach mal so Plasma-Cartridges im Mülleimer. Das ist ja interessant. Oh nein. So, du kriegst eine. Und du kriegst einen. Pio. Pio. Dann lebt noch. Drecksvieh. Nix da, bleib da. Bleib stehen, Polizei. Ah, noch einer. Warte, warte, warte. Jetzt. Sagt, keine Munition verschwenden hier. Nicht für die Lappen hier. Hörst du? So, hier graben, sagst du? Okay. Toll, jetzt sind wir hier auch noch zum Grabräuber oder was? Bin ich mal gespannt. So wie es aussieht, sind wir jetzt irgendwo sonst wo gelandet. Das ist ja so ein geheimer Tunnel oder so und das Grab ist gar nicht echt. Nee, ist es nicht. Ah ja, okay. Was haben wir denn hier? Goldbahn, oh cool. Silverbar 400. Shemjaun Sword. Targets take radiation damage. What? Cool. 27 und wenn man damit noch irgendwas Cooles machen kann. 400. Though Devil's Iron makes this blade, only he who wields can make it wicked. John. Okay, ich nehme dein Schwert gerne an mich. Und deinen ganzen Stahl. Und dein Skull, wieso nicht? So. Sorry, dass ich hier deine Grabruhe störe, aber. Ja, rest in peace, würde ich sagen. Rest in peace. Und danke für das Schwert. Echt cool Style. So.
Jetzt sollen wir wieder zurück zu Nick Valentine und dem wohl berichten. Ich weiß nicht, was es zu berichten gibt, weil er weiß eigentlich gar nichts davon, oder? Aber naja, er schien ja irgendwie mit dem befreundet zu sein und den, von dem wir die Quest ursprünglich haben, von diesem John. Nee, nee, diesen anderen. Wie ist er jetzt noch? Keine Ahnung. Irgendwas mit Bull. Und ja, den haben wir ja tot aufgefunden. Also sollte Nick das erfahren. Und er war mit John hat er ja wohl dann auch irgendwas zu tun gehabt. Also ja, ist nur gerecht, wenn er das weiß. Do you have a minute? Ja, habe ich. Was ist? Habe ich jetzt irgendwie abgebrochen oder was Hey. ist jetzt los? Need something? I'd still Vielleicht, like wenn to have wir. that talk. Do you Ah have ja. time now? Ja, habe ich. Ich habe immer Zeit. I'm listening. Go ahead. You're gonna have to bear with me. This isn't easy for me to say, and I want to get it right. Oha. Where do I begin? Did you know I spent 3 years fighting at the combat zone? 3 years of getting beaten to hell by a bunch of losers and lunatics. After the Ich wusste nicht matches were genau für wie over, lange, aber I'd ich spit wusste es. out the blood, stitch me wounds, and do a couple of shots of psycho to keep me going. I fucking Das hated Problem it. war zum I Glück hated the behoben. crowds, I hated the other fighters, and I hated myself. I never understood why I put myself through all that. Until now, it was because I was alone. And I think deep down, I wanted to die. I wanted one of my opponents to crush the life out of me, the easy way out. Tja, dein Problem ist gelöst, That's also all. get over it. Come on, get over it. I know that. This is my fault. I've never been good with these things. My life's been nothing but one huge failure after another. You've heard all my stories, and you know the prices I've paid. There were a few times when things got really bad that I found myself staring down the barrel of my own shotgun. I don't know why I didn't pull the trigger. I guess I was praying that I could find a single decent scrap of humanity in this fucked up world. And then, what you did for me back there at Fog 95, it was like the answer to those prayers. That's the first Tja, time in gut, my dass du nicht life I abgedrückt hast, fully würde ich mal depended sagen. on someone else, and they didn't let me down. God damn it, I'm making a mess of this. I don't know what to say. You don't need to say anything. Just Okay, listen. das ist gut. The longer we've been spending time together, the more I'm beginning to realize what you mean to me. And I'm not just talking about you watching me back or sharing a drink together. I mean more than that. Before we met, I'd never let me guard down around anyone. I didn't dare. But with you, Ja, kann ich I feel verstehen, bei like I der can let you Vergangenheit. in and see me for everything that I am, for better or for worse. Look, I can't go back to the way things were before we met. I won't. But what I need you to do is look me in the eyes and tell me you feel something too. Moment. Wieso Of nicht? course I do. I'm in love with you, Kate. You're what? You Ah, said damit. you're in love with me. I can't do that right now. I'm just not ready. I'm sorry. Ja, wie ich heiße, Level of Affinity, okay, you have gained Trigger Rush Perk. Oh yeah. Ah, schade, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Dann müssen wir aber mal gerade angucken, was das für ein Perk ist. Trigger Rush. Trigger Rush, warum ist denn da? Thanks to your relationship with Kate, action points regenerate faster if your health is below 25%. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Normalerweise will ich zwar nicht unter 25% Health sein, aber in wirklich, wirklich brenzlichen Situationen hilft einem das bestimmt. Hilft einem das bestimmt aus. Vielleicht sogar aus der Patsche. Nur schade, ich hätte gern gewusst, es gibt bestimmt so ein paar Vorteile, die man daraus zieht, wenn man ja, so eine Romanze am Start hat. Hätte mich jetzt interessiert. Aber wollte sie leider nicht. Ja, vielleicht später irgendwann mal. Haben ja keine Eile. Sowas soll man ja immer irgendwie nichts überstürzen. Earl Sterling Case war wie noch mehr?
case, Earl Sterling's disappearance. Client Vadim Bobrov. Hey, der macht doch diesen Moonshine, den wir gefunden haben. Another disappearing act to unravel, Earl Sterling, 25-year-old bartender at the Dugout Inn. One of the owners, Vadim Bobrov, noticed that Earl hadn't been into work for a few days. Okay. War da grad Muni, die Dinge? The disappearing act, tatsächlich. Soll also sein Haus durchsuchen, so wie es aussieht. Gut, spielen wir ein bisschen weiter Detektiv, würde ich mal sagen. So ein bisschen Subquesten. Ist ja alles nicht so schlimm. Gucken wir uns das Ganze doch mal genauer an. Ist das andere jetzt vorbei? Ja, geht Grasshopper. Ist vorbei. Okay. Disappearing Act. Earl Sterling's House for Clues. Okay. Ja, okay, die wird mir mega viel helfen. Die Karte. Gut, gucken wir einfach, was wir zuerst finden. Das da ist näher, also gehen wir erstmal dahin. Das muss das Haus sein. Big blimp? What's the Brotherhood of Steel? Why are they here? Was fragst du mich das? Huh. Das ist ja eine Novice, also pff, da brauche ich ja keinen Schlüssel für, ist ja kein Problem. Muss nur aufpassen, dass der Typ mich nicht dabei sieht. Okay, Kate, bist du bereit? Los geht's. Ist ja auch mitten in der Nacht, das ist eigentlich die perfekte Zeit für einen Einbruch. Was? So. Scheiß auf Schlüssel. Wer braucht denn das? Hope nobody's home, because they're not gonna like this. Das stimmt. Also dann, mal gucken, was wir so finden. Munition, die nehme ich. Ich will ihn jetzt nicht komplett ausrauben, aber Munition nehme ich. Was haben wir hier? Stimpack nehme ich auch. Ein Purified Water auch. Da, vor allen Dingen, da steht überall, dass ich das mitnehmen dürfte. Also von daher. Warum nicht, ne? Also eins steht fest, wenn ich eine Nuka-Cola finde, die lasse ich doch nicht hier. Wie sehe ich denn aus? So. Jetzt nehme ich hier Zigaretten. Das nehme ich mit. Bett? Nee, schlafen wollten wir jetzt eigentlich nicht. Alpin, okay. Aber nichts Verdächtiges soweit. Kate, hast du irgendwas Verdächtiges gesehen? Ich nicht. Hallo? War da gerade ein Questmarker oder so? Ich wünsche dich gerade unten. Ja, siehst du da. Da ist irgendwas. Aha. Ein Rezept. Mega Surgery Center. Dr. Crocker, Resident Surgeon. Einmal Reconstruction Surgery, Facial. Procedure to be performed upon clearance of final installment payment. Patient Sterling Earl. Reconstruction Surgery im Gesicht. Hat sein Gesicht operiert, um es zu verändern? Weil er nicht erkannt werden will? Oder worum geht es? Sieht so aus, jetzt müssen wir uns das Center mal genauer ansehen. In diese Richtung. Ja, wo ist die gute alte Zeit hin, wo man noch nicht einfach den Questmarker hintergerannt ist? Ach, dieser Doc-Typ hier, okay. Doctor. Hallo, Dr. Soon. A new file to open. Do you have a legitimate medical concern? Or is this about our facial reconstructive services? Ja, kann man so sagen. Anything about this receipt? Please, I really don't have time to deal with complaints or refunds right now. Dr. Okay. Crocker handles those questions. Now, I must insist we talk about your medical needs. Deswegen bin ich aber nicht hier. Where is Doc Crocker? Last time I saw him, he had to get something out of the surgery cellar. Probably okay. He just had to wash some needles or move some storage around. Now, ja, natürlich. Let's get back to talking about your medical needs.
Aber die sind mir voll egal. I need to get into the cellar, Doctor. What does this look like? A public outhouse? You know what? Ja, für mich schon. Why on earth would I let you down there? Weil ich dich sonst umbringe. I need to get down there. Now, are you gonna help me or not? I won't be intimidated by the likes of you. Now, I'm obliged to offer you assistance if you need it. But otherwise we're done here. Versuchen wir es mal auf die nette Tour. Person, Doctor. And I think the trail leads to your basement. A missing person? In our basement? Nee. The only thing you'll find down there is cold stone and medical waste. So unless you have something pressing, I have other matters to attend to. Never mind. Jetzt frage ich mich aber, ob es noch einen anderen Weg rein gibt, als den einfach dafür zu bezahlen. Not interested. Very well. So, wir müssen ja nur da rein, ne? Ist ja kein Problem wie, oder? Checks of blood? Moment. There's an awful lot of blood leading into the surgery center basement. Should try and find a way down there. Nur scheint rund um die Uhr hier zu sein. Aber vielleicht kann man ein bisschen austricksen. Nee, nee. Da, jetzt hinten. Hahaha. Komm schon. Yes. Nice. Tja, Sun, du solltest dir vielleicht ein neues Paar Brillen Gläser holen. You've really been a handful, you know. But I think we're just about done. Our little mistake is finally going to be corrected. Oh, naughty, naughty. You're not supposed to be down here, but that's okay. Meinst du? I can fix that. I can fix anything. Ich fix dich gleich, aber übelst. Put down the gun, Crocker. It's over. Over? Sieht aus wie so ein Supervillain aus so einem, ich weiß, Spider-Man oder so. He never makes mistakes or loses patience. He just makes people happy. Das sah auch super danach aus. Nein, wir sind nicht der Typ für sowas. Der muss sterben. Say hi to Earl for me. Hallo. Tschüss. Anything? What's going on here? Is that Dr. Crocker? Das war Dr. Crocker. Mind your own business. Hier gibt es nichts zu sehen. Nehmen wir das, ist alles konfisziert. Where are you going? I'm reporting this. God, look at this mess. Gehst du jetzt oder? Ich kann nicht mehr mit dem reden. Ist ja gemein. Aber Sterling, ey. Ja, ne? Ich glaube, das war mehr als einfach nur eine Gesichtsoperation. Entweder das oder die Gesichtsoperation ist ganz schön schief gelaufen. Geht nur leider als gestorben, wenn ich das mitnehmen würde. Ja, nichts davon ist wirklich wichtig. Was soll ich mit ihm darüber reden? Oh, er hat es richtig aufgefasst? Okay, seltsam. Ich dachte, er hat es nur gesehen, wie wir den Cock einfach voll über den Haufen Obwohl, ich meine, die Leichenteile sprechen ja für sich, oder? Aber hätte ja sein können, dass das falsch versteht und glaubt, das wäre ich auch gewesen. Gut. Also ist okay, das ist meiner Meinung. So, zurück zu Nikis Detective Dingens Labor, keine Ahnung. Agency, genau, du sagst es, Kumpel. Agency. Das war's, was ich gesucht habe. Ich weiß nur das deutsche Wort gerade nicht dafür. Agentur? Das könnte zutreffen. So, soll irgendwem das sagen? Ach, ihr. Eddie. Ellie. So, you find out where Earl Sterling ran off to? Ja, woher weißt du, dass ich die Quest gemacht habe? I've still got some things I'm trying to wrap up. Let me know what you do. Oh, okay. Find out where Earl Sterling ran off to? Earl's not doing a lot of running anymore.
being chopped to bits by Doc Crocker will do that. Crocker killed Earl? Aber hallo. Was, I figured maybe Raiders or the Institute, but Crocker? Where's the Doc now? Rotting in a cell, I hope. Wenn's nur das wäre. Aber egal. Bezahl mich. Ich will Geld. Crocker's dead too? Goodness. What a mess. Here, take this. Sounds like you earned it. I'll send word along. Let everyone down at the dugout end know what happened. Shame it couldn't be better news. Thanks again for closing this one out. Kein Problem. Auch wenn ich mich irgendwie so langsam fühle, als würde ich die Intro zu den Quests irgendwie immer verpassen. Weil ich wusste jetzt gar nicht, wieso ich Ellie überhaupt Bescheid sagen soll und so. Jetzt mal gerade hier umgucken. Gibt es noch irgendeine Quest, die hier rumliegt? Was liegt da eigentlich? Ist das ein Rapkofan? Hallo! Includes the Zeta Invaders Holotape Game. Cool! Wahrscheinlich so Space Invaders nachmachen, nehme ich mal an. Coole Sache. Ah! Muni! Meins. Muni muss konfisziert werden. So, sieht aus, als wäre unsere kleine Runde Professor Layton erstmal zu Ende. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal. Was mache ich hier eigentlich? Erstmal zurück nach Sanctuary. So ein bisschen das wegschaffen, was wir jetzt so eingesammelt haben, auch wenn es jetzt nicht viel war. Und ich will mir dieses Holotape-Spiel mal angucken. Das ist Space Invaders, aber in Fallout-Manier. Aber das sehen wir jetzt. Ah, erstmal ein bisschen mit dem Stuhl rumquietschen. Ja, die Lehnen sind leider ein bisschen. Sorry, wenn das jetzt irgendwie stört. Da kann ich nicht wirklich was dran machen. Ich muss einfach ein bisschen vorsichtig beim Stuhl hier sein. So. Okay, da sind wir wieder. So, ein bisschen Junk hier. Ein paar Waffen haben wir hier. Ein paar Notes haben wir hier. Und hier, nee, das kann ich alles noch brauchen. Aber hier die Mudroot, die können wir da reinpacken. So. Das ist ein bisschen rumcraften. Nuggets brauchen wir nicht. Oh Gott, 7 Pipe Pistols. Was will ich denn mit dem Scheiß? Ich damit. Ach ja, das Schwert können wir uns vielleicht noch angucken. Nein. Nein, ich wollte erstmal die Shotguns hier wegmachen. So. Electrified oder Stun Pack. Chance ist doch cool. Und dann kriegt das auch noch Energy Damage. Das ist nicht gerade wenig. Das macht also schon Sinn. Und dann bräuchte ich dafür Blacksmith. Und das habe ich leider nicht. Ich glaube, mit 27,9 ist das nicht stärker als meins, oder? 35. Doch ein bisschen. 36 insgesamt. So, weiß nicht, ob Radiation Damage so einen großen Unterschied macht. Aber andererseits, es ist ein Schwert. Es ist ein Schwert, das ist viel cooler als hier so ein selbstgemachtes Beil. Es ist ein Schwert, komm. Komm, wir nehmen das Schwert. Wenn wir es irgendwann verbessern können, dann nur umso mehr. Können wir zwar jetzt nicht, aber egal, es ist ein Schwert. Ein Schwert, das ist cool. So, packen wir hier links. Direkt mal ausprobieren hier. Oh yeah. Jawoll. Oh, jetzt hab ich Granate. Irgendwie. Mal dein Werbe, wo keiner ist. Hat's irgendwie gedacht. Ja, genau, siehst du, man konnte doch so zuschlagen. Hab nur zu lange gedrückt gehalten, Idiot. Das kommt davon, wenn man so wenig Granaten wirft wie ich. So, das hier können wir alles auseinandernehmen. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht, das auch nicht. Da haben wir bessere Sachen für. Oh Gott, ist hier viel. So, ich habe übrigens doch hier dieses Chesspiece genommen, weil aufgrund dem, wie das ausgerüstet ist, war es einfach viel besser, als das, was ich vorher hatte. Und nicht verschwundert. Und ich sehe gerade, ich kann es ja auch noch ein bisschen verbessern. Dude, what? Was hat er gerade gesagt? So. So ein bisschen mehr Defense ist. Und fuck, wenn wir noch ein bisschen mehr schleppen können. Wenn wir schon das Ding benutzen, dann auch richtig, ne?
So. Hat hier auf die Straße, haben wir sonst noch irgendwas, was wir loswerden müssen? Waffen nicht. Haben wir ja gerade alles gemacht. Da hier die Zeuggasmask, Harness, Labcoat. Ja, komm, weg damit. Das hier und das hier und das alles. Welding Goggles brauche ich nicht. Wir müssen uns gleich drum kümmern. Und Junk kommt jetzt noch jede Menge dazu. So, 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 alles weg damit. Was ich gerade nicht brauchen kann. Jawoll. So. Den Junk können wir schon mal abladen. Und jetzt gucken wir uns mal die Solo-Tape-Spiel an. Sofern ich es denn finde. Zeta Invaders. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los hier. Kommt die Aliens! Nein! Oh verdammt, ich hab schon aufgepasst. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass er das Haus trifft. Und nicht mich. Ja, immer schön hinbringen beim. Oh, ich sollte aufpassen, dass ich meine eigenen Häuser abschieße. Das ist nicht so gut. Deckung! Stopp die Aliens! Wow, was ist das? Nein, die haben meine Kuh geführt! What the fuck? Und das zieht mir Punkte, ist ja übel gemein. Ich frage mich, ob man das irgendwie aufhalten kann. Wow. Wow, ho, ho. So. So. Jetzt müssen wir noch hier an die. Und die kommen ja auch immer näher, fällt mir gerade so auf. Was ist das denn mit diesem UFO da? Kann ich das treffen? Ja, kann ich. Und es gibt extra Punkte. Super. Und ich passe deswegen nicht auf und werde einfach mal so abgeschossen. Nein, du triffst mich bestimmt nicht. Nein, nein, ihr trefft mich nicht. Ihr trefft mich nicht. Trefft mich nicht. Das finde ich aber deutlich aggressiver hier. Haha. Komm. Komm schon. Komm schon. Weg und. Du. Nein, nicht das eine Haus abschießen. Das ist eine schlechte Idee. Piu. Piu. Yes. Ah, der hat mich getroffen. Haha. Aber lustige kleine Spielerei, die ihr gemacht haben. Auch wirklich, wirklich cool mit den Kühen und so. Mega lustig. Ja, und damit beenden wir diese Folge Fallout 4. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Keine Ahnung, was wir das nächste Mal machen werden. Weiß noch nicht so echt. Wahrscheinlich wieder irgendeine Quest. Ich bin mir nämlich sicher, dass Rumbauen sich dank unserem Holzproblem nicht wirklich lohnt. Muss ich dann jetzt mal nachsehen, was wir als nächstes machen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin habe ich bestimmt irgendwas gefunden. Ciao, ciao.